Du musst den Most verkaufen, nicht selber trinken. Na, bei allen Schnapsguttern und Zapfenzieher, es kommt ja doch nie kein Bein in unsere Wirtschaft. Ja, weil du ein Grüsel von einem Wirt bist. Nein, weil du die Wirtschaft nie sauber putzest. Du bist schuld, dass wir fast verlumpet. Lass mir in die Schuhe. Ich hau's ins Bett. Wenn doch noch ein Gast kommt. Wir sollen weiter zotteln. Ich gehe jetzt pfusen. Da bleibst. Wir hätten es bitter nötig, dass wieder einmal einen einen Batzen bringt. Ja, so, ja. Du willst ja reich werden. Du willst ja auf einem Schloss wohnen und ein Prinzessli sein. Jawohl, das will ich. Und jetzt schaust du zur Wirtschaft. Ich habe noch in der Küche zu tun. Bei allen Schnapsguttern und Zapfenzieher. Recht hat sie schon, meine Frau. Reich müsste man sein. Geld müsste man haben. Ich kann ja ein bisschen träumen davon. Wenn ich schon nicht ins Bett darf, fuhre ich halt am Tisch. Gottlob, ein Gasthaus. Fritz, jetzt hast du aber Glück. Bin gewiss den ganzen Tag gewandert. Hast schon Angst gehabt, ich finde für die Nacht kein Dach mehr über dem Kopf. Grad freundlich sieht sie zwar nicht aus, die Wirtschaft. Ja, nun, es wird besser sein, als von aussen schlafen. Die werden doch um diese Zeit noch nicht zu haben. Licht hat es einmal noch. Da schlaft ja einer. Zumindest in der Gaststube. Den kann man ja mal wecken. Hallo? 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 Der hat einen gesunden Schlaf, Mamal. Hey, excuse! Was gibt's? Sind ihr der Wirt? Ja, warum? Was ist los? Wer sind ihr? Was wollt ihr? Ich bin der Fritz Nödeli und wollte fragen, ob ich ein Bett könnte haben für die Nacht. Ein Bett? Aha, ein Bett? Ja, bei allen Schnapskuttern und Zapfenzieher. Ein Gast. Willkommen, der Herr. Ja, natürlich haben wir für euch ein Bett. Ein feines Bett. Ein weiches Bett. Frau, komm, es will einer bei uns übernachten. Guten Abend, der Herr. Seid willkommen, Binis. Nehmt auch Platz. Was darf sein? Er will nur ein Bett. Mostkopf, der Herr hat sicher Hunger. Was hättet ihr gern zur Nacht? Nein, nein, ich habe keinen Hunger. Ich will nur schlafen. Schlafen? Natürlich, für so einen feinen Herr haben wir auch ein feines Zimmer. Darf man fragen, wo der Nobelherr herkommt, dass er so schüli müde ist? Ich bin auf dem Heimweg zu meinem Vater. Ich war 3 Jahre in der Fremde und habe einen tüchtigen Beruf gelernt. Potztausend?